British bombers head for Dresden. 800 RAF Lancasters splash 650,000 incendiary bombs on transportation lines in Germany's seventh largest city. Now they hit Dresden hardest of all. Die Zerstörung Dresdens, wie sie eine amerikanische Wochenschau zeigt. 13. Februar 1945. In einer einzigen Bombennacht wird die Barockstadt durch britische Bomber in Schutt und Asche gelegt. Dem britischen Angriff folgt am Tag darauf das Flächenbombardement der US-Luftwaffe. Kaum etwas bleibt vom Glanz der Elbmetropole übrig. Innerhalb weniger Stunden besteht das einstmals blühende Elbflorenz nur aus Trümmern und Ruinen. ...25.000 Menschen verlieren ihr Leben, unzählige ihre Wohnung. 80% der historischen Innenstadt sind zerstört. Diejenigen, die den Feuersturm überlebt haben, irren auf der Suche nach einer neuen Unterkunft durch die Trümmerlandschaft. Viele verlassen mit den wenigen Habseligkeiten, die ihnen geblieben sind, die Stadt. Die Barockbauten, wie der Zwinger und die Hofkirche,